C63 ist noch Folger, das kann ich nochmal sagen. C63 ist ja bei MX Motorsport, das kann ich euch auch zeigen. Die Lisa Jasmin hat ihn jetzt abgeholt. Warum? MX Motorsport, Max wollte mehr PS. Und ich habe aber gesagt, mir reichen die 650 PS, reichen mir aus. War ein geiles Auto. Ich bin ihn zum Schluss aber kaum noch gefahren. Das Auto läuft über Kruma mit. Es war ein Projekt mit der Kruma zusammen. Deswegen vielen Dank nochmal. Kruma ist da echt geil. Mit denen kannst du viel machen. Also nicht bloß wir, auch ihr, wenn ihr ein Auto braucht und ihr wollt ein bisschen bauen und basteln. Mit der Kruma kannst du echt reden. Ich kenne auch andere Mercedes-Autohäuser. Ich hatte meine E-Klasse damals woanders her. Andere Felgen drauf. Pff, Garantie ist weg. Ich denke, Dicker, verpiss dich. Ich will da bloß andere Felgen. Also, hallo, ich habe einen Felgenshop. Kann da das Zeug nicht fahren. Also und bei Kruma so andere Felgen, kein Stress. Willst du am Motor ein bisschen was machen? Ja, müssen wir bloß Bescheid wissen. Also die müssen Bescheid wissen, du brauchst eine Zusage dafür. Aber da ist echt viel machbar. So, und das Konzept von Max hatte mir echt gefallen. Aber ich habe gesagt, gut, ich bin da raus. Ich fahre mit dem Auto kaum noch. Und ich habe neue Sachen im Kopf. Und ich war so weit mit dem C63 fertig. War auch eins der besten Autos, was ich bis jetzt mit hatte. Und deswegen habe ich gesagt, okay, das Leasing geht weiter an Max. So, und der hat das Auto Anfang des Jahres abgeholt und der geht jetzt auf höhere PS und baut dann nochmal was richtig Geiles draus. Und deswegen habe ich gesagt, gut, ich kann ja mit dem Auto jederzeit fahren. Er hat auch gesagt, wenn du es brauchst, hol dir es ab, alles kein Stress. Und von daher habe ich gesagt, gut, ich habe jetzt noch bis zum Spätsommer das Auto, bleibt jetzt noch ein halbes, dreiviertel Jahr bei Max und dann geht es an die Kruma zurück. Ja, deswegen habe ich es abgegeben. Wie gesagt, ich war persönlich damit durch. Im Nachgang, wo er dann weg war, also wo Lisa und Max ihn abgeholt haben, waren so ein, zwei Tage, wo ich gesagt habe, ey Mann, warum habe ich ihn denn jetzt weggegeben? Na, so, wo ich auch so dachte, ja, na, wenn ich ihn dann so in den Videos sehe, denke ich auch so, ach, da hätte ich gerne noch ein bisschen was so manchmal. Aber ich freue mich auch auf die PS, die jetzt kommen und das, was sie draus machen. Na, von daher passt. Kommt ein Nachfolger? Das weiß ich noch gar nicht. Also es kommt ja ein teures Auto für mich erstmal, ob ich es dann auch zeige, weiß ich noch nie. Ich würde gern mit Felgen ein bisschen was machen bei dem Lambo, aber das muss ich mal noch sehen. Ich hätte aber auch noch Lust, nochmal was zu bauen. Ich bin mit Kruma in Kontakt, also Kruma, Jan unterstützen mich bei jedem Projekt. Ich bin aber auch mit Patusch in Kontakt. Ich bin auch ein bisschen unentschlossen, weil ich zahle 1%. Und es sind jetzt so ein paar Autos im Gespräch, die ich gut finde. Zum Beispiel ein R7, den aktuellen, finde ich gut. Ich kann ja mal, na gut, ihr kennt ja R7. Wir machen mal Übergang. Wir machen mal ein bisschen clean. Zagi, 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 Übergang. So, und jetzt gehen wir mal rein. Also, RS7 finde ich geil. RS7 2020, können wir mal googeln. Finde ich mega geil. Ein brutales Auto. Ich habe den jetzt eh mal in Dresden live gesehen. Digga, ist das Ding kloppt dermaßen weg. Patusch würde mir hier auch entgegenkommen. 2-Jahres-Leasing, 3-Jahres-Leasing würde gehen. Das wäre eine Option. Dann hatte ich mal kurz überlegt, Audi A8. Plug-in-Hybrid. Weil da spare ich Geld. Würde mir Patusch auch entgegenkommen. Aber das Auto hat mich dann am Ende vom Fahren alles cool, aber es holt mich optisch nie ab. Der neue A8 holt mich optisch nie ab. Ja. Dann E-Klasse als Limousine. Habe ich auch ein paar Sachen gespeichert. Finde ich nach wie vor geil. Ich habe ihn als Kombi gehabt. Jetzt kommt das Facelift raus. Wird auch geil werden. Habe ich auch überlegt als Plug-in-Hybrid. Was ich auch cool finde, RS Q3. Sportback. In grün, nee, in grün sieht er absolut. Aber wenn ich mir den schwarzen hier so angucke, RS3, ist das ein Sportback? Weiß ich gerade gar nicht, aber wir haben hier den grauen Sportback. RS Q3 Sportback 5 Zylinder. Ich bin ja jetzt Q3 vom Patusch gefahren. Ich finde ihn von der Größe cool. Vorsicht, echt geil, der Q3. Und als RS Q3 Sportback mit einem 5 Zylinder kannst du, denke ich, eine Menge machen. Bisschen tiefer, ich habe das schon so ein bisschen vor, auch ein dicker Reifen drauf, bisschen aggressiv. Fand ich auch cool. Preis-Leistung ist gut. Und so, wenn das Auto zu riesig ist, ist es, oh kacke, ich finde es halt geil. Ich bin im Q3 gern gefahren. Ne? Ich sag bloß Lidl, Parkplatz. Du findest halt immer irgendwo einen Parkplatz in der Stadt und so. Finde ich auch gut. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, mein nächstes Auto, was jetzt kommt, also ich habe jetzt erstmal vom Patusch ein Auto gestellt bekommen. Warum? Weil wir gut zusammenarbeiten und
weil wir ein Auto bestellt haben für einen Mitarbeiter, für den Ramon, der kriegt ein Plug-in, A7 Plug-in Hybrid, und da gibt es ein bisschen Lieferschwierigkeiten, und deswegen, weil wir mit Patosch gut zusammenarbeiten, haben wir dort einen Ersatzwagen gekriegt. Und ich fahre, sobald der da ist, jetzt im März, fahre ich erstmal bis Sommer das. Ich kann euch ganz genau zeigen, welches Auto. Einen silbernen Skoda Octavia. Komplett Serie. 1,4er, 150 PS, Handschaltung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auch auf das Auto. Ich finde das Auto cool, wir haben das damals geholt. Ich bin ja den 1,4er, 150 PS gefahren, und das wird jetzt definitiv mein nächstes Alltagsauto. Also, no joke. Mit dem werde ich dann erstmal eine Weile fahren, und dann geht er im Sommer raus, dann ist das Leasing zu Ende. Die Dinger sind nur echt günstig. Hat Platz drin, was der für einen Platz drin hat. Drin ist VW, wie du es kennst, geile Qualität. Und als Alltagsauto völlig ausreichend. Geil. Und danach muss ich mir einen Kopf machen. Habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht auf ein ID3 gehe, Elektro, weil die kosten irgendwann bloß mal 0,25% mal Elektro für einen Alltag. Ich habe ja noch einen 5er BMW im Fuhrpark, den die Leute mit nutzen, also die Angestellten und sowas. Also ich habe noch genug Autos, wenn ich mal irgendwo hin muss, weitere Strecken. Ne? Aber nur für die Stadt könnte ich mir auch ein ID3 vorstellen. Mal gucken. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, stehe ich lieber auf alte Autos, und da habe ich noch einiges im Blick, die ich erstmal holen will. Also so einen direkten C63-Nachfolger wäre dann vielleicht der CLS 45. Mal gucken. Also bin ich mir noch nie ganz sicher. Ich selber stehe eher zurzeit auf ältere Autos. Da kann ich dann nochmal sagen, was ich da so in meiner Warteliste habe. So, jetzt ist ja hier einiges reingekommen. Peter schreibt, private Gruppe bin ich. Danke nochmal, Peter. Ich habe zu danken, dass du dir meinen Nonsens, meinen Mumpitz anguckst in der privaten Gruppe. So. Albrecht schreibt, oh, Albrecht, genau, wir hatten ja Kontakt, bin auch da, aber noch einen Termin, kann dein Livestream erst ab 21 so anschauen. Albrecht, mach dir keinen Stress. Na, die Leute kommen und gehen im Livestream. Ich bin auch so, dass ich mal Livestream mit zugucke, mal was anderes mache. Dann kommt mal ein Thema, was mich interessiert, dann kommt mal ein Thema, da bin ich wieder weg. Ganz easy. Hier gibt es keinen Zwang. So, Frank schreibt, hätte die Preise für die neuen 64 auch eher sehr hoch geschätzt, weil die letzten Luftgekühlten. Letzte Luftgekühlte ist der 993. 964 hat aber die urtypische Porsche-Bauform in der schönsten Weise. Der 993 ist mir wieder dann so ein Stück modern, zu modern. Finde ich aber auch cool, aber nie ganz so. Mein Auto ist der 964. Warum werden die Preise eventuell sinken? Preise sind immer dann hoch, wenn Angebot und Nachfrage da sind. Du brauchst immer viel Nachfrage und wenig Angebot. Und die Nachfrage kommt oder sinkt mit den nächsten Generationen. Die nächste Welle an Kids, die jetzt ranwächst, wird sich nicht mehr so für den 964 interessieren und für alte Porsche. Fakt, davon gehen ganz viele Trader aus. Die spüren das schon. Ferrari weniger, aber Porsche wird es schon noch in einigen Baureihen betreffen. So, und viele haben spekulativ den Preis nach oben geschraubt. Das sind reine Spekulationspreise und der Markt zieht mit. Und viele merken jetzt auch von den Händlern, die kriegen die Autos nicht los. Ich habe Porsches drin seit über anderthalb Jahren in der Liste. Preis nicht verändert und die Porsches gehen nicht raus. Und irgendwann müssen sie raus. GT3 ist mir letztes Jahr in Dortmund geklaut worden. Echt? Ach du Scheiße, Consulting. Das ist aber nicht schön. So, Peter schreibt, suche bei 964 was Individuelles. Ja, 964, da gibt es ja auch dieses Rubin-Intrin-Leder, finde ich mega geil. Oder dieses Babyblau oder, Babyblau ist es nie, Türkis ist es, glaube ich. Komplett türkisfarbene Innenräume und sowas. Ah, richtig geil, Porsche individuell, richtig cool. So, absolut, wie viele Leute waren in der privaten Gruppe? Also es sind, ist vierstellig, sind weit über 1000, habe 3 Tage gebraucht, war aber geil und hat sich gelohnt. Ü1000, genau, Consulting schreibt es gerade.